Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon die Morgenrote Edition. Ich bin jetzt mal wieder am Drücker und laut Zusammenfassung ist es jetzt meine Aufgabe, zumindest einen Versuch zu starten, den hiesigen Arenaleiter zu besiegen. Und ich merke gerade, der Ton ist bei mir ein klitzeklein bisschen laut, den muss ich mal ein bisschen runterschrauben. So, danke sehr dafür. Der Grund, weswegen letztens das mit dem Sound bei mir so rumgespackt hat, war, so merkwürdig es klingt, ein Update von meinen kabellosen Kopfhörern. Da scheint wohl was mit der Software nicht ganz hinzuhauen. Dementsprechend habe ich einfach die Software nochmal gedowngradet, also sprich die Vorgängerversion, die ich davor die ganze Zeit benutzt habe, nochmal runtergeladen, raufgespielt und pipapo. Und jetzt scheint es soweit wieder zu laufen. Und so, lange Rede, kurzer Sinn. Wollen wir mal gucken. Bonjour, mein Name ist. Ach du Heide, ist eine Frau. Haha! Bonjour, mein Name ist Anna und ich bin die etwas durchgedrehte Arenareiterin von Formosa Town. So siehst du auch aus. Ich liebe diese Stadt, da sie uns Sterblichen das Vergnügen noch näher bringt. Ich als Freiden. Was? Jetzt nochmal auf Deutsch, bitte. Ich als Freidenkende widme meiner Fantasie der Welt der Mode und Trends. Meine ältere Schwester Valerie kreiert die schönsten Klamotten, die je ein Mensch gesehen hat. Einfach unglaublich. Und ich frage mich, warum in drei Teufelsnamen gebe ich eigentlich einen französischen Akzent. Aber egal. Aber du bist hier nicht, um etwas über Trends zu erfahren, sondern wegen eines Arena-Kampfes. Ich sehe, hast du ja bereits einen Orden. Dann werde ich mal ein etwas stärkeres Team nehmen. Haha, ich bin bereit. Bereit loszulegen. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich eventuell in meinem Part auch mal ein bisschen mehr schaffe, als irgendwie unsere Pokémon abkratzen zu lassen. Möchte kämpfen. Ach Gottchen, ein Yorkleff. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir da? Ah, er hat ihm schon Akrobatik beigebracht. Sehr schön. Akrobatik, wir mal sehen, es ist ein Normal-Pokémon. Versuchen wir es mal. Der Akrobatik. Ja, das tut dem Yorkleff schon mal mächtig Aua. Das ist sehr schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Bam! Ruckzuck hieb und auf Wiedersehen, Yorkleff. Das war schon mal Nummer 1 für uns. Oh Gott, Nevoli! Was haben wir denn eigentlich so allgemein noch so zur Auswahl? Okay, sind alle, bis auf Mr. FM, alle auf einem guten Level. Ja, aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei Facehugger. Ach Gottchen, dann eben. Level 26, okay. Das wird wohl doch ein bisschen. Au, okay. Das wird wohl doch etwas schwieriger als gedacht, wobei. Okay, Facehuggers Angriffskraft muss wohl doch ganz schön hoch sein, dass ein Evo, die Level 26 einfach mal so wegnatzt. Weil kann auch sein, dass der Verteidigungswert von Evoli einfach ein bisschen hoch war. Level 23. Ein Griffel. Das scheint hier wohl eine Normalarena zu sein. Ach komm, schicken wir mal Bob raus. Der war ja auch bestimmt schon eine Weile nicht mehr aus seinem Pokébällchen. Da fällt mir ein, ich glaube, ich wollte ihm auch noch mindestens eine Attacke noch beibringen. Ich glaube. War ja, auf welchem Level hätte er die nochmal gelernt? Ich glaube, Blubstrahl wollte ich ihn noch lehren. Aber ich glaube, da muss er erst. Ah, hör auf zu kratzen. Kratzen und beißen ist unfair. Okay, das war der dritte Treffer. Hat dreimal getroffen. Naturkraft wurde zu Triplette. Okay, Bob, deine Angriffskraft ist wirklich nicht gerade die größte. Was für eine Ironie. Uiuiuiui. Hat zweimal Aua gemacht. Wunderlich viel zieht der Absorber jetzt auch nicht. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir dann so da? Sinnelbeere. Das ist ja schön. Das ist wunderschön. Wir haben nämlich keine wirklichen Heil-Items. Das ist wunderschön. Ah doch, da haben wir doch. Verzeihung, ich habe wirklich gerade vergessen, dass er noch ein weiterer Beutel da war. Jetzt nur die Frage, lohnt es sich jetzt noch einen Trank zu nehmen? Ja, ich glaube, ich tausche das Pokémon mal lieber aus gegen. Gucken wir mal. So mal, glaube ich, den Status, ne? Eisen. Und Schutzschild, Alter, gebe ich halt einfach nicht.
Schön. Das ist wunderschön. Ja, komm. Sind wir mal zu schlau und hauen einfach mal Poison raus. Wie er jetzt Walzer mit einem anderen Mann tanzt. Sternschauer, okay. Interesting, interesting. Giftschweif. Mal, ob das weh tut. Ah, Giftdorn hat gleich zugeschlagen. Jetzt wäre der Giftschock natürlich richtig böse, weil jetzt würde der Giftschock noch besser, noch härter reinhauen. Oh mal, Käferbiss. Trägst du vielleicht sogar eine Beere? Ja, dann könnte ich die dir mit Käferbiss vom rein logischen her klauen. Okay, jetzt reicht's aber. Jetzt noch einen fünften Treffer gemacht, wäre ich weg. Das Gift macht dich K.O. Gut gemacht, Poison. Den Sieg hast du dir verdient. Ui, ein Tauboga. Schönes Ding. Dave, zeig, was du kannst. Ich merke gerade, dass ich vollkommen vergessen habe, mir eine Uhr irgendwie hinzustellen, dass ich jetzt gar nicht weiß, wie damit aufnehme, aber egal. Zur Not mache ich halt mal ein paar Minütchen länger. So, was haben wir denn da? Versuchen wir es mal mit einer Drachenruhe. Die zieht ja so oder so schon mal immer 40 Punkte ab. Nice, Dave. Nice. Der rockt das Ding. Ha, zweimal Drachenwut, Tauboga war perdu. Schönes Ding, schönes Ding. Okay, das war leichter als gedacht. Oh, mon Dieu. Das war ja leichter gedacht als... War ja leichter, als ich es dachte. Biene? Biene? Wo? Sumsebrumm? Das war mein Arena-Kampf nach meinem Geschmack. Du hast dir ebenfalls gerade deinen zweiten Orden erkämpft. Hier, nimm ihn. Den Neutro-Orden. Schön. Wunderbar. Ich bitte dich darum, dass du diese TM ebenfalls nehmen solltest. Aha, TM17 Schutzschild. Da du gerade nicht die Möglichkeit hast, nach Barkau zu gehen, schlage ich vor, dass ich dich erstmal nach Privalia aufmache. Dass du dich erstmal nach Privilia aufmachen solltest. Noch ein erfülltes Leben, Feuer, Freude, Spaß. Und Spaß. Au revoir! Sehr schön. Gut, Kapitel 3. Auf in den Süden. Okay. Alles klar. Okay, dieser Bildschirm hat mich gerade überrascht. So von wegen Kapitel 3. Das kenne ich nämlich nicht aus irgendeinem Pokémon-Spiel, von wegen, dass auf einmal steht Kapitel so und so. Die Rache des Groudon oder sowas zum Bleistift. So. Aber egal, wo ist denn... Ups, falscher Knopf. Ich frage mich ja immer noch, wo eigentlich die... Ups, die Taste für die Turbo-Treter ist. Ich probiere jetzt einfach mal sämtliche Knöpfe hier aus. Aber irgendwie... What the hell, bin ich gerade durch die... Man kann sich ja durch die Statue glitschen. Boah, ist das geil. Herzlichen Glückwunsch. Boah, ist das geil. Hab ich mich erstmal voll durch die Statue geglitscht und... Oh, Stadt. Kaum ist man in der Stadt, schon leckt das wieder wie Hulle. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, sind gerade nur 8 Minuten noch was. So, dann schiebe ich mir die Uhr mal ein bisschen zur Seite. So. Jetzt sehe ich nämlich wenigstens auch, wie lange ich aufnehme. Damit ich nicht zu krass überziehe. So. Boah, aber es ist echt krass. In so einer großen Stadt leckt das hier. Ich bin gebürtiger Lato blablabla, seltsamer Name, oder? Ja. Okay, nach Previda irgendwas sagt sie, soll ich mich jetzt aufmachen. Mal deine Baustelle. Ach, hier waren wir doch schon mal, wenn ich mich täusche. Uns tut uns leid, aber wir erneuern gerade die Straße hier, deshalb hier keiner durch kann. Ja, ja, kennen wir ja. Aber ich frage mich immer noch, hier muss es doch irgendwo eine Turbo-Treter-Taste geben, oder haben wir noch keine? Weiß ich nicht. Ich habe bisher in der Zusammenfassung noch nichts davon gelesen, irgendwo, dass wir so etwas wie Turbo-Treter besitzen oder so, weil es wäre ja echt Katastrophe, wenn wir die ganze Zeit jetzt hier so lahm durch die Gegend tigern, wie eine Schnecke mit Hüftleiden, also das muss ja auch nicht sein. Und ich merke, kaum bin ich in der Stadt schon, verlaufe ich mich hier wieder aufs Übelste. Weil ich hier gerade ein Pokémon Center suche und nicht genau weiß, wo ich nochmal lang muss. Gab es nicht sowas wie eine Karte? Moment. Pokegel Map.
Wo hat sie gesagt, soll ich hin? Nach Pribrabribrabru. Aha, okay. Ah, alles klar, gut. Ich glaube, dann heißt es hier über Route 5 zur Route 6. Ah, alles klärchen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Gut. Very gut, very gut. So, heißt also hier wahrscheinlich irgendwo runter und einen Ausgang zu einer nächsten Route suchen. Wobei mir eigentlich ein Pokémon Center jetzt erstmal lieber wäre, einfach weil wegen ist so. Professoren. Könnte das vielleicht ein Gang zur nächsten Route sein? Ja, sieht so aus. Aber ich habe dummerweise noch kein Pokémon Center gefunden. Weil nicht, dass unsere Pokémon jetzt dann angegriffen werden von irgendwelchen Trainern oder sonst was. Weil Poison und Bob ziemlich angedamaged aussehen. Also gehe ich doch lieber vorsichtshalber nochmal zurück. Lanto City, Famosa Town. Ah, okay. Gut. Jetzt trotzdem erstmal gucken, wo hier jetzt ein Pokémon Center sein könnte. Normalerweise sind Pokémon Zentren ja auch immer recht zentral. Mehr oder weniger. Meistens zumindest. Deswegen mal. Ah! Da ist es doch schon. Ein wunderschön, die Dame. Wären Sie so freundlich, einmal Ihrer Arbeit nachzugehen und die Pokémon ein wenig fit zu machen? Sofern es hier nicht gleich wieder heißt, keine Rückmeldung, bla bla bla. Ah, danke dafür. So, wir sind mal gekommen. Mal sehen. Haben die hier irgendwas Interessantes zu erzählen oder irgendwas Besonderes zu verkaufen? Pokebälle, Tränke, bla 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 bla. Was ich jetzt. Ups, wollte ich doch gar nicht! Danke sehr. Es wäre vielleicht auch von Vorteil, zwischendurch mal mit Leuten zu quatschen, weil kann ja durchaus sein, dass man hier und da vielleicht doch mal eine Info bekommt, die man gebrauchen könnte. Hallöchen. Das Golden Ei? Das Golden Ei zu fahren, okay. Alles klar. Ja, und verloren. Anna ist ursprünglich aus der Karl. Okay, ursprünglich aus der Carlos-Region und die Schwester von der weltberühmten Modedesignerin Valerie. Okay. Muss aber definitiv irgendwie ein Charakter sein, der wahrscheinlich vom Entwickler erstellt wurde, weil ich erinnere mich nicht irgendwie an einen Charakter namens Anna in der Carlos-Region. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Oder Moment, die Carlos-Region, war das die XY? Glaube schon. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme mit den ganzen Regionen allmählich auch ein bisschen durcheinander. Alles begann damals noch mit der Kanto-Region, dann kam Johto, dann kam. Was kam denn nach Johto? Kam dann die Sinnoh? Nee, Quatsch. Oder? War das Sinnoh? Ach, keine Ahnung. Moment, waren das nicht hier die Trainer, die uns hier mächtig den Allerwertesten reingehauen haben? Ach du! An dich erinnere ich mich doch. Du bist doch der Typ, der mich so mit seinem Bidifass und so fertig gemacht hat. Boah, das gibt jetzt sowas von Rache, Kumpel. Das gibt jetzt sowas von Rache, Freundchen. Da glaub mal dran. Levi hat natürlich gute Arbeit mit dem Training geleistet und das macht sich jetzt natürlich auch bezahlt. So, Freundchen, du bist diesmal sowas von dran. Aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Pokémon zu hoch trainiere. So, Poison, meine Süße. Lasset uns einen Walzer aufs Parkett legen. Nein, natürlich nicht ein Käfer bist. Wachst. Okay, ich steige Angriff. Aber mit dem Käfer bist könnte ich ja gut. Könnte ich ihn gut zu Leibe rücken? Mein sie ist mit Giftschweif auch. Megasauger tut mir nicht groß weh, weil wegen ich bin eh Käfer-Gift-Pokémon. Die sind halt gegen Pflanzen nicht so anfällig wie Pflanzen gegen Gift oder Käfer. Ist aber eigentlich irgendwie auch ironisch, dass Pflanzen Gift gegen Pflanze effektiv ist. Also dann könnte man das schon wieder als Referenz zum wahren Leben eventuell ansehen, von wegen, dass Gift gegen manche Pflanzen halt natürlich auch so Pflanzengift oder so. Unkraut und sowas in der Richtung
Könnte man so zumindest interpretieren. So, du hast dich natürlich vergiftet, weil du mich angetatscht hast. Hahaha. Sowas kommt von sowas, Freundchen. Schön, dass die Pokémon noch ein paar Level-Ups machen. Oh! Ein Schwalboss. Okay. Irgendwie habe ich Angst. So ein bisschen. Schicken wir vorsichtshalber mal Dave mit seiner Drachenwut raus. Weil Schwalboss könnte doch bestimmt etwas böse werden zu den anderen Pokémon, die wir haben. Bams. Ja, okay, mindestens zweimal Drachenwut. Sofern es jetzt trifft, weil es jetzt ein Doppelteam gemacht hat. Okay, trotzdem. Und auf Wiedersehen. Würde ich sagen, könnte man Dave jetzt, solange er die Drachenwut hat, als Ass-Pokémon quasi schon nutzen. Also quasi als Ass im Ärmel, weil Drachenwut, dadurch, dass Drachenwut ja, egal ob dein Angriff gesteigert oder gesenkt wird, immer 40 abzieht, kann man damit schon mal schwächere Pokémon oder zumindest halt noch im schwächeren Levelbereich die Pokémon eigentlich schon fast immer one-hitten. Aber auch nur fast. Weil die mal wenige Pokémon halt auf gewissen Leveln halt über 40 HP haben. Außer jetzt die zum Beispiel, die wir jetzt bekämpfen, die haben schon ein paar HP mehr. Ein paar viele HP mehr. So, und ich laufe vorsichtshalber trotzdem nochmal zum Pokémon Center zurück, weil Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und dann werde ich mal ein bisschen die Route erforschen, um zu gucken, wie weit ich komme. dass wir dann baldmöglichst in der nächsten Stadt ankommen. Und dann kann ich den Staffelstab quasi weiterreichen. So. Hallo und herzlich willkommen. Tralalala. Kennen wir ja alles. So. Ich überlege gerade die ganze Zeit, auf welchem Level nochmal Blombrero eigentlich nochmal den Blubstrahl gelernt hat, weil ich denke mal, bis wir irgendwie mal eine Wasserattacke per TM bekommen oder halt auch zum Beispiel die VM Surfer, wird es bestimmt noch eine ganze Weile dauern, weil ich es nämlich gerne hätte, dass Lombrero bzw. Bob halt auch mindestens eine Wasserattacke hat und vielleicht auch noch eine etwas stärkere Pflanzenattacke als den Absorber. Dann müsste man mal schauen, wie man das macht, weil ich glaube, Moment, Wassersteine müssten wir. Ups, hoppala, ich wollte doch gar nicht anklappern. Wassersteine müssten wir ja, glaube, noch ein paar haben. Oder einen zumindest, weil einen hatte ich ja mal gefunden gehabt. Und da hatte mir Isona dann gesagt, dass ich scheinbar mehrere Wassersteine bekommen hatte. Ja, Tatsache. Sechs Wassersteine. Geile Nummer. Da hat sie quasi dieselbe Person mehrfach angelabert, die da vor der Toilette stand, die mir auch den Wasserstein gegeben hat, was ich ja so seltsam fand. Ja, und da kam dann halt wohl raus, dass es noch mehr Wassersteine rauskam. Mal sehen, was beginnt. Ui! Ein Staralili! Ich könnte versuchen, es zu fangen, sofern es nicht stirbt. Wobei, ich kann ja ganz schlau sein und auf Mr. VM wechseln. Ist nur die Frage, was könnte man mit einem Staralili anfangen? Ich werde es jetzt trotz allem erstmal fangen, auch schon für die Allgemeinheit. Aber es ist nur die Frage, wie könnte man dich denn nennen? Oh! Okay, so viel dazu. Ich glaube, das hat sich erledigt. Der Vogel wurde zu Frikassee verarbeitet. Obwohl diese Route im Süden einer Millionenmetropole liegt, ist diese Route sehr naturbelassen. Okay, kein Trainer. Gut. Dann halt nicht. Kämpfen wir halt nicht. Gucken, ist da oben was? Ups, da kommt erstmal noch ein Pokémon! Was ist das diesmal? Nochmal ein Staralili. Vielleicht ein Kumpel von dem anderen, was ich gerade K.O. gehauen habe. Wer weiß, wer weiß. Jetzt ist es auf bittere Rache aus. Oh mein Gott! Ah! Katastrophe! Okay. Okay, dann versuchen wir es halt ganz simpel mit dem Tackle. Und selbst ein Tackle macht das Vieh platt. What the hell? Okay. Gut. Ich würde sagen, mit Pokémon fangen wird das so schon mal nichts. Wenn sie nach einer Attacke selbst von. Ah, ein Pikachu-Mädchen. Wir haben zwar schon ein Pikachu, wenn ich mich nicht täusche. Levi hatte nämlich, glaube ich, schon eins gefangen, namens Sparky. Wenn ich mich nicht täusche, das waren, glaube, Pikachu für Isu, ja, eh so oder so vorprogrammiert. Aber ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob ihr Raichu auch reserviert wurde oder nicht.
bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob da jetzt die gesamte Evolutionslinie drunter... Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ob da jetzt die gesamte Evolutionslinie drunter fällt? Okay, so viel dazu. Ich glaube, mit Pokémon fangen wird es wahrscheinlich in dieser Gegend nichts. So, soll ich mal versuchen, ein Item aufzuheben? Ja, ich versuche es und ich finde ein Gegengift. Sehr schön. Ich glaube, es gab ja zwischendrin mal einen Bug, dass das Spiel abgestürzt ist, wenn man versucht hat, ein Item aufzuheben. Oh, schon wieder ein Pikachu-Mädchen. Ich finde es ja lustig, dass seit... Oh weia, seit welcher Generation war das? Seit der vierten? Ja doch, ich glaube, seit der dritten oder seit der vierten Generation wurden ja bei manchen Pokémon Geschlechtsunterschiede eingeführt. Wie halt zum Beispiel hier bei, wie man sieht, bei Pikachu der herzförmige Schwanz bei einem, bei den Weibchen. Fand ich an sich mehr oder weniger ganz lustig. Wobei bei manchen Pokémon muss man schon wirklich genau hingucken. Ach du. Hast du mich jetzt erstmal noch paralysiert, bevor du K.O. zu Boden fällst? Naja. Gut, ich glaube, Pokémon fangen kann ich wohl wirklich hier vergessen. Weil das bringt ja nichts, wenn selbst Mr. VM sich schon mit einer Attacke one-hittet. Es wäre schön, wenn mir jetzt hier immer mehr Pikachus begegnen, aber ich glaube, auf Dauer bringt das jetzt auch nichts, die ganze Zeit zu bekämpfen. Oder was? Macht sich selbst ein Giftstachel kaputt? Okay, ein Giftstachel macht sich scheinbar nicht kaputt. Aber das bringt mir jetzt in dem Sinne jetzt auch nicht allzu viel. Aber dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass mit dem Giftstachel eventuell auch ein Staralili vielleicht überleben könnte. Vielleicht. Weiß man nicht. Schauen wir einfach mal. Sofern mir noch irgendwas vor die Linse hüpft. Mal sehen, wo geht's denn da oben lang? Da könnte ein Trainer sein. Da oben geht's bestimmt auch irgendwo hin. Aber ich werde einfach mal sehen. Was hat der Trainer denn hier so zu bieten? Weil das ist 100 pro einer. Auf Route 5 leben viele wilde Pokémon. Ach nee, ernsthaft? Wäre ich nie drauf gekommen, hättest du mir das jetzt nicht gesagt. Aha, ein Tangela, okay. Moment, wir sind Giftboden, wenn ich mich irre. Bodenflug sind wir, glaube ich. Nur aufpassen, dass er nicht irgendwelche gemeinen Pflanzenattacke drauf hat, weil die würden Facehugger mächtig Hauer tun. Abschlag. Das war doch auch immer so eine Attacke, die Levi doch ganz gerne benutzt hat. Wenn ich mich nicht täusche. Die ist eine der Attacken, die Levi sehr gerne benutzt hat. Den Abschlag. Um den Gegner das Item rauszuhauen. Noch ein Tangela. Ja, ich wechsle. Und zwar wechseln wir mal auf Izuna, um mal zu sehen, was Izuna so im Laufe der Zeit gelernt hat. Stachelspore, Windstoß, Konfusion und Schlafbruder. Sehr schön, sehr schön. Ein Windstoß. Müsste Tangela eigentlich ganz schön geht. Level 27 gegen Level 22, aber ich glaube, das wird trotzdem. Nicht sehr effektiv. Oh, mein Gott. Soll es nicht stören? Das sieht aber ganz gut aus bisher. Außer, dass Tangela packt jetzt oben eine mega krasse Attacke aus, wobei ich das ja bezweifle. Ah, sah ich doch. Sieht doch ganz gut aus. Ja, das sieht doch gut aus. Hier gibt es aber auch wenige Trainer. Ja, das könnte natürlich dann zum Nachteil werden, wenn hier wenige Trainer sind. Okay, da kommt man nicht lang. Da geht's scheinbar noch höher. Ja, das ist immer die Frage, wenn so viele Wege sind, weiß man immer nicht genau, wohin man gehen soll. Ah, da ist es ja nochmal. Ach, diesmal ein Weibchen. Egal, du kommst trotzdem, wenn möglich, in unsere Gruppe. Und die Frage, wie nenne ich dich dann, sofern ich dich fange? Ah, das sieht doch ganz gut aus. Versuchen wir es mal zu fangen. Wo haben wir es denn? Pokebälle. Wunderbar. Jetzt hat unsere Gruppe ein Staralili-Mädchen. Einzeln sind sie schwach, daher bilden sie Gruppen. Werden sie jedoch zu groß, zanken sie sich. Ja, ja, das kennt man auch unter Geschwistern. So. Jetzt ist nur die Frage, wie nennen wir dich? Eine Staralili-Dame. Wie könnte man dich nennen? Ja, Chunk würde jetzt hier wahrscheinlich wieder sein altbekanntes Wie wirst du genannt werden, Lied rumdudeln.
So, aber wenn ich einen Spitznamen für ein Pokémon suche und mir wirklich spontan absolut nichts einfällt, da habe ich immer meistens die Methode, dass ich mich in meinem Zimmer umsehe oder allgemein mich in meiner Umgebung umgucke und wenn ich irgendwas sehe, wo irgendwas draufsteht, sei es jetzt zum Beispiel eine Packung Tic Tac, die mir hier gerade vor der Nase steht, Limited Edition Tic Tac Banana, aber so werde ich Staralili jetzt bestimmt nicht nennen. Aber das ist, was ich auch manchmal mache, wenn mir wirklich für irgendwas ein Spitzname fehlt. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wie nennen wir dich denn jetzt? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, jetzt 5 Minuten oder so hier rumzuwerkeln, nur um zu gucken, dass ich dem einen Spitznamen gebe. Weil wir müssen die Pokémon ja auch bespitznamen. Und das war gerade ein sehr merkwürdiges Deutsch. Moment. Ich hatte gerade einen Namen. Ich hatte gerade einen. Da ich in letzter Zeit ja auch wieder ein bisschen Street Fighter 4 gespielt habe, da gab es ja auch den ein oder anderen weiblichen Protagonisten. Ach, Mensch. Genau. Jetzt hab ich's. Jetzt, ja. Eine Insel. Na. Strich. Hoppa. L. I. So, du heißt ab jetzt Chun-Li, weil wegen Spinning Bird Kick. Was für eine Ironie. Spinning Bird Kick. So. Okay, ein paar Minütchen habe ich noch. Mal sehen, ob ich es vielleicht noch schaffe, in die nächste Umgebung zu kommen oder auch nicht. Dann gucken wir nochmal auf die Karte, Gear, Map. Bis zur nächsten Stadt ist es wohl doch noch ein bisschen weiter. Es ist wohl doch noch weiter als gedacht. Aber das kriegen wir schon irgendwann. Oh, da kommt jetzt nach einem Item aus. Schon wieder ein Pikachu. Mensch, die hüpfen uns ja jetzt hier unten nur über den Weg. Vielleicht könnte ich ja auch mal so verrückt sein, Mr. VM einfach mal vorsetzen, um ihn vielleicht jetzt bei den schwächeren Pokémon ein bisschen zu leveln, auch wenn es eigentlich total unnötig ist. Eigentlich. Weil der eh so als VM-Sklave genutzt wird. Ich werde jetzt trotzdem einfach mal so mega Banane sein, solange ich noch... Ah, verdammt, der ist ja auch paralysiert, sehe ich gerade. Hahaha. Sehr schön. Gucken wir mal, haben wir gerade einen Paraheiler oder irgendwas? Paraheiler. Oh, Stratos-Eis. Schön. Na komm, hauen wir den mal. Auch wenn es ein bisschen Verschwendung ist, hauen wir den mal einen Paraheiler rein. So. Und. Ui, da rennt ein Yorkliff rum. Ist das nichts? Ja, Tatsache. Rennt dann Yorkliff rum. Okay, und das da drüben sieht schon wieder so nach Trainerin aus. What the hell? Ein Flunschlick. Okay. Das werden wir mal versuchen zu fangen. Wenn möglich. Ich glaube, das wäre... Stimmt ja. Bidifass war ja auch Wasser. Da war ja was. Egal, das hältst du schon aus. Das hältst du aus, Kumpel, das hältst du aus. Oder auch nicht. Komm, versuchen wir es mal, auch wenn es im gelben Bereich ist. Wir sind so wahnsinnig und versuchen es. Ziemlich wahr, wenn es jetzt der Ball bleibt, wie könnten wir einen Flutschling nennen? So viel dazu. Du verdammtes. Ist weg. Nächstes Pokémon. Wasserpflanze hebt sich eigentlich Donner auf. Ich schick mal vorsichtshalber Facehugger raus, weil wegen. Wenn er nur eine Elektroattacke kann, dürfte das nicht so wehtun. Also die Frage, greife ich nochmal an? Nee, ich glaube nicht. Ich versuch's lieber nochmal mit dem Pokéball. Weil je mehr Pokémon ich noch für die Gruppe noch fangen kann, umso besser. Ach, come on! Willst du mich jetzt gerade rollen? Bist doch schon so ziemlich angeschwächt.
Okay, wenn es jetzt nicht im Ball bleibt, dann lasse ich es lieber, weil ich will jetzt nicht die ganzen Pokébälle verbrauchen. Ach komm! Wenn man vom Teufel spricht, wa? Weißt du was? Jetzt reicht's. Hier, hau ab. So. Sowieso schon bei 30 Minuten, aber ich werde trotzdem mich noch überlege. Kann man hier vielleicht irgendwie ein bisschen tricksen, um schneller zur Stadt zu kommen? Sieht nicht so aus. Ach komm, machen wir noch einen Trainerkampf. Gegen eine Ast-Trainerin. Oh, sie hat nur ein Pokémon. Ein Wingu Level 30. Auch wenn es nur ein Pokémon ist, das macht mich schon ein klein bisschen Angst. Warte mal, Wingull war Wasserflug, glaube ich. Ne? Wasserflug war es, wenn ich mich nicht täusche. Da werde ich mit meiner Pflanzenattacke, vor allem mit meinem Absorber, nicht sonderlich weit kommen. Ja, bleibt mir aber nichts anderes übrig, als Naturkraft zu nutzen. Mal sehen, vielleicht schafft Bob es ja, es zu besiegen, was ziemlich awesome wäre, weil er könnte nämlich auch noch ein paar Level gebrauchen, weil er noch, wenn ich mich nicht täusche, den Blubstrahl als vorläufige Wasserattacke lernen könnte. Weil dann könnte man ihn nämlich mit einem Wasserstein bereits zu Kapaloris weiterentwickeln. Warum hat es jetzt seine HP restored? What the hell? Das habe ich irgendwie gerade absolut nicht drauf geachtet, was los war. So. Na, come on. Geht doch. Kritischer Schaden. Und damit wäre Wingull erledigt. Sehr schön, sehr schön. So, aber ich glaube, das wär's dann auch fürs Erste. Muss ich mal gucken. Wo müssen wir denn eigentlich lang? Mal. So. Moment. So, das ist schön, wenn eine Stimme aus dem Off kommt und mit einem sich unterhalten möchte. Aber nun gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche mal doch noch ein paar Schrittchen weiter zu gehen. Dann überziehe ich halt mal ein paar Minütchen. Ist ja jetzt wohl... Oh, da liegt ein Item. Das möchte ich ganz gerne haben. Ein Superball. Schön. Habe ich halt mal ein paar Minuten länger, dadurch, dass ich sowieso ein bisschen im Verzug bin. Kommt das wahrscheinlich auch gar nicht mal so verkehrt, wenn ich vielleicht mal 5 Minuten oder so überziehe. Ach, du schon wieder! Du schon wieder! Bloß diesmal ein Weibchen, aber du schon wieder! Ich glaube, du warst Elektroboden, ne? Ah, Elektroboden. Ich glaube, sie wollten es erst zu Wasser-Elektro machen, aber dadurch, dass es ja Landturn und, Lampi und Landturn schon gab, haben sie das Globe ausgelassen, wenn ich mich nicht täusche. So, mal sehen. Kann ich dich vielleicht diesmal fangen? Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Oder wie viele Pokébälle haben wir? Komm. Den Versuch muss ich mir jetzt nochmal gönnen. Einfach weil mich das Männchen so getrollt hat. Okay, das Weibchen trollt mich genauso. Weißt du was? Du kannst mir mal lieb haben. Mal sehen, das sieht schon aus, als würde es hier zum Richtung Strand gehen. Weil es soll ja auch irgendwie an irgendeine Strandstadt oder so in der Richtung. Oh, wieder Pikachu. Ziemlich viele Pikachus, wenn ich bedenke, andere Pokémon-Editionen waren Pikachus verhältnismäßig selten. Wenn ich so bedenke an Pokémon Rot und Blau im Veltania-Wald, was ja, glaube ich, einer der einzigsten Orte war, wo man die fangen konnte. Oh. Bären? Ja, möchte ich gerne. Ich glaube, wir können auch demnächst anfangen, Bären zu pflanzen. Wäre wahrscheinlich gar nicht mehr so verkehrt. So, haben wir überhaupt schon was zum Bären pflanzen? Also sprich, so eine Gießkanne oder sowas? Also ich glaube, in der
neuesten Generationen haben sie es ja so gemacht, dass du da richtig so ein kleines, wie könnte man das nennen? So ein kleines Botanik, oder? Traditionellen, weiß ich jetzt nicht. Was bist du? Da bist du Stein. Oh, Route 6. Oh, das sieht aus, als wären das unsere Rivalen oder unsere Freunde, keine Ahnung. Ich glaube, aus Vorsichtsgründen, um nicht noch weiter zu... Um nicht noch weiter großartig die Zeit zu überziehen, lassen wir es mal dabei. Ich würde sagen, danke fürs Ansehen. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder dran bin. Ich gebe den Staffelstab an den nächsten Spieler und sage damit, rein hauen, weiterschauen. Ciao, ciao.